Hallo und herzlich willkommen bei Felix HD Games. Diesmal nicht zu einem Minecraft-Video, sondern zu einem anderen Video. Es geht nämlich heute um die Seite getdigital.de. Die war so freundlich und hat mir ein Minecraft-Schwert gesponsert, was ihr hier auf dem Bild seht. Das ist, also ihr könnt ja selber lesen, wie teuer das da ist. Ihr könnt euch das da bestellen. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich hatte schon vorher von der Gamescom eine Pickaxe und da habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch bestimmt cool, wenn die mir ein Schwert geben würden. Und ja, das kam dann halt gerade eben an und ich habe es dann ausgepackt und es ist auf jeden Fall sehr cool. Es ist aus Schaumstoff gemacht und ungefähr so lang wie mein Arm. Wenn ihr auf jeden Fall sowas für euer Zimmer haben wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal auf die Seite gehen. Ich packe einfach mal den Link davon in die Beschreibung. Und wie ihr seht, seht ihr halt zum Beispiel mal, wie die Pickaxe aussieht. Die Pickaxe ist halt auch ungefähr so lang wie der Arm, so genauso wie das Schwert. Das seht ihr dann auch nochmal hier in klein. Und ja, also ich fand es auf jeden Fall cool, dass die mir das gesponsert haben. Ihr könnt auf die Seite gehen, da gibt es noch mehrere Sachen, wie zum Beispiel eine Fußmatte, wo Slide to Unlock draufsteht, wie auf dem iPod oder sowas. Also ich finde die Seite auf jeden Fall sehr cool und ich fand das echt freundlich von denen. Das ist auch sehr schnell angekommen. Also ich habe das jetzt vor 2 oder 3 Tagen habe ich das bestellt, oder ich glaube sogar gestern. Und es ist jetzt innerhalb von einem Tag angekommen, also der Support ist echt cool. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, auch mal auf die Seite zu gehen. Ich werde mir da auf jeden Fall bestimmt auch noch ein paar andere Sachen kaufen, weil da habe ich schon so einige Sachen gesehen. Auf jeden Fall, als ich das bestellt hatte, kam dann noch ein Katalog mit. Da sind relativ coole Sachen drin. Ich sehe jetzt zum Beispiel einen USB-Raketenwerfer mit so Schaumstoffraketen drin oder halt einen USB-Tassenwärmer und alle möglichen coolen Sachen für Nerds und bla bla bla. Sogar ein Nintendo-Wandaufkleber. Das sind dann so, sonst kannst du Super Mario in deine Wand kleben. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Vielleicht werde ich mir noch eins von den Sachen da holen. Und ja, also wenn ihr einen Beweis wollt, dass ich das halt habe und das jetzt nicht einfach nur aus kommerziellen Gründen mache, ich habe auf Instagram habe ich ein Bild gepostet, den Link packe ich auch mal in die Beschreibung. Da ist ein Bild von mir, wie ich das Schwert hinter mir an der Wand stehen habe und ich halt auf meiner Couch in meinem Zimmer sitze. Und ja, ich denke einfach mal, das war's dann und ja, dann bis zum nächsten Mal, haut rein!